Hey ho zusammen, ich rock hier mal ein kleines bisschen die Bude. Ihr werdet euch fragen, wieso packt der jetzt Rockband 3 aus? Ja, da muss ich ein kleines bisschen ausholen. Dieses Video hat nämlich gleich mehrere Gründe. Zum einen, Rockband und auch die Guitar Hero Serie gehört zu meinen absoluten Lieblingsspielen überhaupt. Ihr könnt mir glauben, auf meinen Keller verteilt und den meiner Eltern verbergen sich ungefähr 3 Schlagzeuge, 5 Gitarren, 4 Mikrofone, ein Keyboard, also jede Menge Plastikgedöns. Ich habe wirklich alle Serienteile gekauft und sie stundenlang gespielt. Bin Fan der ersten Stunde und habe auch gemerkt, wie die Serie oder beide Serien den Bach runtergegangen sind. Und das ist der zweite Grund, warum ich dieses Video mache. Nach sehr, sehr langer Pause kehren nun beide Serien wieder zurück. Beide erscheinen im Oktober. Rock Band 4 macht den Anfang Anfang Oktober und direkt danach folgt dann Guitar Hero Live, der mittlerweile 7. Serienteil. Und ich möchte in dem Video so ein kleines bisschen über die Vergangenheit von Guitar Hero und Rock Band sprechen, wie es zum großen Aufstieg und zum großen Fall kam und so ein bisschen drüber philosophieren, ob denn jetzt nach so langer Pause die beiden Serien einen guten Neustart hinlegen oder ob sie doch lieber in der Versenkung verschwinden oder bleiben sollten. Und das versuche ich, während ich gleichzeitig hier spiele. Also das wird sehr anspruchsvoll, nicht von der Bühne zu fallen, schon allein hier bei System of a Down. 2005, also vor genau 10 Jahren, hat dieser Musikspielwahnsinn seinen Anfang genommen. Activision hat zusammen mit Harmonix 2005 Guitar Hero ins Leben gerufen und die Serie hat dann relativ zügig 6 Teile bekommen. Und nicht nur das, es gab auch jede Menge Add-ons, also Ableger, die sich zum Teil um spezielle Bands gedreht haben. Zum Beispiel war Metallica dabei, aber auch Van Halen und es gab auch ein Band Hero. Und 2007 folgte dann der Konkurrent aus dem Hause Electronic Arts, der hieß dann Rock Band. Der war nicht minder faul, hat im Grunde auch 3 Hauptserienteile und jede Menge Add-ons ins Leben gerufen, darunter unter anderem eins zu The Beatles und Green Day. Und dann gab es auch noch ein Lego Rock Band und wir dürfen auch nicht vergessen die beiden DJ Hero Spiele, wo man nicht so eher Gitarre spielt, sondern eher an einem Plattenteller Songs auflegt. Und das muss man sich mal vorstellen, es war ein riesen Wust an Spielen und die sind alle innerhalb von 5 Jahren erschienen. 5 Jahre und so viele Spiele auf einem Haufen, das war einer der Gründe, warum Rock Band und Guitar Hero dann relativ zügig von der Versenkung verschwunden sind, weil das einfach zu viel war des Guten und nicht nur das. Dabei kann man heute gar nicht mehr so wirklich sagen, wer mit dem Irrsinn angefangen hat, der beide Serien dann vernichtet hat. Im Grunde kann man es beiden Serien ankreiden, dass einfach diese Plastikinstrumente so unglaublich teuer waren. Zum Beispiel Rockband. Wer das im vollen Kit kaufen wollte, sprich mit Spiel, dann waren 2 Gitarren dabei, das Mikrofon und das Schlagzeug, also im Grunde ein Spiel für 4 Teilnehmer, der hat damals 240 Euro berappen müssen. Und dann ist es so, dass mit jedem neuen Spiel, mit jedem neuen Serienteil auch neue Elemente, Spielelemente dazugekommen sind und damit auch neue, überarbeitete Instrumente. Zwar hat man auch mit den alten noch weiterspielen können, aber halt nicht mehr so oder nicht mehr in der Gänze, die Entwickler vorgesehen haben. Da gab es zum Beispiel in einem Guitar Hero ist eine neue Gitarre eingeführt worden, die im Grunde so ein zweites Touchpad auf dem Hals hier hatte. Und damit konnte man dann richtig schön freestylen auf bestimmten Bereichen des Liedes. Und das konnte man eben mit der normalen Gitarre nicht machen. Oder bei Rock Band 3 ist ein zusätzliches Keyboard eingeführt worden. Man konnte die Songs, die dafür gedacht waren, natürlich auch ohne Keyboard spielen. Aber wenn es halt schon so Lieder gab, die speziell für Klaviereinlagen gedacht waren, so wie so das ein oder andere Queen-Lied, dann wollte man das halt schon haben. Und so haben sich halt dann auch bei mir, wie gesagt, im Keller die Instrumente gesammelt und es wurde halt jedes Mal mit jedem neuen Spiel immer teurer. Nicht nur das, gerade bei Rockband war es ungeheuer fies, dass man im Grunde, wenn man ein neues Spiel gekauft hat und die alten Songs aus dem alten Spiel spielen wollte, konnte man die durchaus importieren. Sprich, die Songs von Rockband 1 konnte man in Rockband 2 importieren und die Songs von Rockband 2 und Rockband 1 auch in Rockband 3 importieren. Nur war Electronic Arts jedes Mal so dreist, einem einen bestimmten Obolus dabei abzuknöpfen. Sprich, ich durfte jedes Mal, wenn ich die Songs importieren wollte, 10 Euro blechen. Nun könnte man sagen, muss ja nicht sein. Man kann ja auch im Grunde
jedes Mal das Spiel einlegen, doch ehrlich gesagt, das ist arg unbequem. Wenn ich loslegen will mit meinen Kumpels und spielen will, da will ich nicht jedes Mal überlegen, welches Lied war jetzt auf welcher CD, lege ich jetzt jedes Mal das neue Spiel ein. Nee, da will ich eine gesammelte Playlist, und das hat sich EA zunutze gemacht und dann deswegen den Usern das Geld aus der Tasche gezogen. Ziemlich krass und absolut unnötig, wie ich finde. Und nicht zuletzt, das ist auch ein ziemlich bitterer Fakt gewesen, es gab ja einen Online-Store in beiden Spieleserien, wo man quasi Songs zusätzlich kaufen konnte. Der ist auch regelmäßig erweitert worden. Allerdings haben die Songs auch unglaublich viel Geld gekostet. Die günstigen, die aber keiner kannte, hat man für 1 Euro bekommen. Aber so richtig neue und bekannte Songs von bekannten Interpreten, ja, die haben halt mal 2 Euro gekostet. Meine Güte. Ich tue mich gerade extrem schwer. Ihr glaubt gar nicht, wie schwer das ist, gleichzeitig zu spielen, gut zu spielen und hier was Vernünftiges von sich zu geben. Meine Güte, ganz schön anspruchsvoll. Ich bin nicht so im Multitasking begeistert. Wo war ich stehen geblieben? Ja genau, das waren im Grunde diese ganzen Punkte, die diese Serien in den Ruin getrieben haben. A, zu viele Spiele in zu kurzer Zeit, zu viele repetitive Ableger und Pseudo-Best-Offs und dann nicht zuletzt einfach diese teuren Instrumente, die fast schon gezwungenermaßen zu jedem Spiel dazugehörten, und der überteuerte Online-Store haben halt Rockband wie Guitar Hero nach 5 Jahren komplett vernichtet. Und ich finde es so schade, denn es waren einfach klasse inszenierte Spiele. Auch heute noch finde ich, dass die einfach unglaublich viel Spaß machen, wenn man ein paar Kumpels zu Hause hat, macht eine Kiste Bier auf, stellt sie ins Wohnzimmer und rockt dann einfach die Nachbarn aus dem Haus. Das ist so launig und macht so viel Spaß, ist so durchdacht. Und es ist so schade, das mit anzusehen, oder es war so schade, es mit anzusehen, wie Electronic Arts und Activision mit Anlauf da in diesen Abgrund gelaufen sind, weil sie einfach zu viel wollten. Und das war eben bis 2010 der Fall. Und jetzt ist im Grunde 5 Jahre Pause gewesen und prompt melden sich beide Hersteller zurück. Beide wollen ihre einstigen Serien wiederbeleben. Electronic Arts mit Rock Band 4 und Activision mit Guitar Hero Live. Ich bin mal sehr gespannt. Warum, sage ich euch gleich, wenn ich hier durch bin. Und auch wenn, oder vielleicht gerade weil ich ein riesen Fan war von beiden Spieleserien, bin ich unglaublich skeptisch, ob Rock Band 4 und Guitar Hero Live da den Sprung zurück ins Genre und vor allen Dingen den Sprung zurück in mein Spielerherz schaffen. Denn was bisher über die Spiele bekannt ist, reißt mich echt nicht so wirklich vom Hocker, gerade in Sachen Innovationen. Bei Rock Band 4 zum Beispiel, da gibt es jetzt einen sogenannten Show-Mode, wo man im Grunde als Band on the fly seine Setlist zusammenstellen kann anhand von Votings, die Bandmitglieder abgeben können. Soll heißen, nach jedem Lied darf dann jeder abstimmen, zum Beispiel ob das nächste Lied von einer weiblichen Sängerin gesungen werden soll, ob das nächste Lied besonders metallastig sein soll, und dann sucht das Spiel eben entsprechende Tracks aus. Dann gibt es einen Freestyle-Modus für Gitarrensolisten. Sowas kennt man allerdings schon als Schlagzeuger aus den Vorgängerspielen. Und nicht zuletzt wurde mit einem gigantisch großen Songset von 1500 Liedern geworben. Aber ich finde, viel hilft nicht immer viel. Ein Spiel wird nicht automatisch dadurch besser, dass mehr Lieder drin sind. Ich finde auch bei Guitar Hero, die gehen zwar einen anderen Ansatz, dass sie im Grunde aus Guitar Hero so ein Community-Event machen wollen, das ständig vernetzt ist, wo man im Grunde, sie nennen es, einen dynamisch sich verändernden Musiksender immer mitspielen kann, aber davon abgesehen ist das jetzt auch nicht sonderlich innovativ. Das muss ich spielerisch zeigen. Allerdings, was ich sehr viel mehr kritisiere schon jetzt, ist, abermals sind die unglaublich teuren Bundles. Vor allen Dingen Electronic Arts ist unglaublich frech mit Rock Band 4. Da gibt es ein Bundle mit dem Spiel ohne Instrumente, allerdings mit einem Adapter, womit man dann auch mit den alten Instrumenten spielen kann. Klingt cool, kostet aber 90 Euro. Wenn man das Spiel mit nur einer Gitarre haben will, kostet das 160 Euro. Sprich, man zahlt 60 Euro fürs Spiel und 100 Euro für die Gitarre. Krass. Noch krasser wird es beim Komplettbundle, wie es das schon bei den Vorgängern gab. Also Spiel, 2 Gitarren, Mikrofon und Schlagzeug kostet 300 Euro. Früher waren das noch 240. Ist auch ein echt nicht zu rechtfertigender Sprung nach oben. Da ist Activision mit Guitar Hero so ein kleines bisschen humaner, wie ich finde. Oh Gott, jetzt wird es aber anstrengend hier bei Homecoming.
Da kostet das Spiel inklusive einer Gitarre, jetzt muss ich selber nachschauen, 100 Euro. Und wenn man das Spiel mit zwei Gitarren haben will, 140 Euro. Das ist moderat. Ja, muss ich dann zeigen, wenn das Spiel vielleicht noch ausgeweitet wird mit anderen Instrumenten, was die dann kosten. Trotzdem ist das schon jetzt echt ein ziemlicher Batzen Geld, wenn man überlegt, für ein Spiel 100, 150, 300 Euro auszugeben. Das muss man auch erstmal haben, vor allen Dingen vor Weihnachten, da bleibt dann echt nicht mehr viel übrig. Und was ich da befürchte ist, dass Rock Band und Guitar Hero einen Tod sterben, noch bevor sie wiedergeboren worden sind. Und das ist wirklich, wirklich schade. Da bin ich schon jetzt sehr traurig, wenn es so ist. Ich wünsche es keiner der beiden Serien, aber ich glaube, so wird es kommen. Sehr, sehr, sehr schade. Und ich finde jetzt auch fast fertig mit dem Lied und hoffe, dass ich nicht von der Bühne falle. Spiel deswegen noch weiterhin mein Rock Band 3, ein Spiel, das damals richtig großartig war, das heute immer noch großartig ist, das die Zeit gut überdauert hat. Ich brauche kein neues Rock Band, ich brauche kein neues Guitar Hero, ich habe mit den alten immer noch einen riesen Spaß. Ja, das sind so meine 50 Cent zu dem Revival der Musikspielgiganten Rockband und Guitar Hero. Was ist denn eure Meinung? Habt ihr die Vorgänger gespielt? Interessieren euch jetzt die kommenden Teile? Lasst mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare. Auf die Diskussion bin ich wirklich gespannt. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Und direkt unter mir könnt ihr den Kanal auch abonnieren. Das kennt ihr ja. Ja, das war's von meiner Seite. Ich spiele jetzt noch ein kleines bisschen weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye, bye.